einen schönen guten Abend. Heute mal nur ganz kurz und tatsächlich in erster Linie, während ich, wie ihr seht, in meiner Ruine hier ein bisschen im Zimmern bin, in meinem Dungeon-Eingang inklusive Ruine und gleich hier ein bisschen Moos auftrage, das erstmal als Farbe. Kleine Frage einfach an euch, die ihr mir gerne hier bei YouTube und auch auf dem Discord-Kanal beantworten möchtet. Ihr wisst ja, ich mache das Liegen, Kings of War läuft ja gerade und ich habe jetzt am Wochenende meine erste Partie ist Song of Ice and Fire gespielt. Ja, fand ich auch tendenziell ganz cooles System. Ich male auch, wie ihr seht, so ein bisschen Baratheons. Ja, hat man die ersten vier Testminis hier, muss jetzt eigentlich nur noch die Basen machen. Dann sind die Herren soweit fertig. Ich frage mich jetzt nicht, wie die heißen. Ich habe einfach eine Box gegriffen, die ich hatte und angefangen. Und wir hatten so ein bisschen gesprochen im Vorfeld schon. Das System gefällt mir, wie gesagt, ganz gut. Und da wäre jetzt an euch die Frage, habt ihr Bock drauf, eine Liga zu machen, wie jetzt bei Saga und Kings of War zum Beispiel halt auch. So in diese Richtung, ihr spielt, geht auf Turniere, spielt da, bittet den Veranstalter, mir die Sachen zu reporten oder euch zu geben. Ihr reportet mir die, ihr reportet eure Spiele einfach bei mir und am Ende gibt es dann wieder so ein bisschen selbstgezimmerte, mit Unterstützung garantiert vom lieben Alex, designte Pokale, so kleine Trophäen, nicht wirklich Pokale. Und ja, sollte ich einen Sponsor finden, weil hier bräuchte ich dann tatsächlich einen Sponsor, was dann wirkliche Preise angehen sollte, sollte ich einen Sponsor finden, vielleicht dann noch den einen anderen Preis, müsst mal gucken. Grüß dich Phil, hi. Das wäre so die Frage. Ich würde dann natürlich so ein paar Würfel als Preis mit beisteuern. Bei Tassen müsste ich mal gucken, ob ich das mache, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ja, und es ging dann im Endeffekt wieder so darum, wie die anderen Ligen halt auch. Hier würde ich dann halt auch einfach sagen, ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht. Natürlich den König würden wir auch spielen, ne? Den besten Spieler sozusagen. Wir hätten dann als zweite Kategorie der Schlachtfeldtourist, so nenne ich es einfach mal, derjenige, der die meisten Spiele gemacht hat. Dann hätten wir die Wertung ein Fest für die Krähen, das ist der Spieler, der die wenigsten Punkte bei einer Mindestanzahl an Spielen erreicht hat. Ja, das ist so wie der stets bemühte Spieler anderswo. Ich habe es versucht, teilweise so ein bisschen an den Game of Thrones Jargon. Ich bin ja selber ein großer Fan der Bücher vor allen Dingen, der Serie in den frühen Staffeln, ja, in den hinteren Staffeln dann immer so. Ich habe ja auch, wie ihr da einfach gesehen habt, mal die Perry Miniatures ein bisschen was gemacht. Was hätte ich noch für Kategorien? Genau, der Hautwandler, also der mit den meisten verschiedenen Fraktionen gespielt hat. Und dann noch eine Fraktion, sage ich schon, eine Wertung, die würde ich jetzt mal die Hand des Königs nennen. Das wird dann irgendwie der Spieler werden, der in einigen Kategorien wahrscheinlich wird König, Schlachtfeldtourist, Hautwandler und in den dreien dort die wenigsten Punkte gesammelt hat. Und das liegt einfach an der Platzierung. Das heißt, wenn ich jetzt bei der König auf dem zweiten Platz bin, habe ich da 2 Punkte. Wenn ich dann als Hautwandler auf dem dritten Platz bin, kriege ich 3 Punkte dazu. Und wenn ich dann beim Schlachtfeldtourist auf dem ersten Platz bin, kriege ich nochmal 1 Punkt dazu. Und dann der mit dem niedrigsten, der jetzt allerdings, ganz wichtig, nicht der König oder so ist, sondern nicht der König ist. Es gibt nur einen König und es gibt nur eine Hand des Königs. Der würde dann hier den Preis kriegen. Ja. Und dann würde ich gucken, ob ich nicht wieder für 3 aus der besten Fraktion in irgendeiner Art und Weise, Servus Dark Alexo, grüß dich, dass ich für den nicht vielleicht auch noch irgendwas auslose. Also wenn da von eurer Seite Bedarf ist, dann würde ich euch einfach mal bitten, mir zu schreiben, bei YouTube als Kommentar unten drunter knallen, ich lade das ja bei YouTube wieder hoch, oder halt auch bei Discord auf dem Server, da habe ich extra auch so einen Reiter, A Song of Ice and Fire Liga eingebunden, einfach mir da mal so ein Feedback zu geben, hättet ihr Bock, das Ganze würde wohl so im Zeitraum Juli, August, September stattfinden, zwischen der Kings of War und der Saga Liga, und wäre so ein Testballon. Ich habe jetzt mal mit den Leuten, mit denen ich so direkt spiele, gefragt, die hätten alle Lust drauf, aber jetzt nur für meine Spielgruppe,
Alleine muss ich dann diesen Aufwand auch nicht treiben. Ja? Das muss ich an der Stelle auch sagen. Und vielleicht kennt ihr ja auch noch den einen, die einen, einen anderen, der Song of Ice and Fire spielt oder sogar eine Community, die das spielt. Die sind herzlich eingeladen, sich auch dazu zu äußern und natürlich auch später mitzumachen. Es sollen ja möglichst viele Leute daran teilnehmen und Spaß haben. Wie gesagt, ich selber werde mal gucken bei den Preisen, ob ich da irgendwelche Sponsoren gewinnen kann. Wird schwierig werden, da ich jetzt mit Asmodee selber aus Gründen, die in der Vergangenheit liegen, nicht unbedingt in Kontakt treten möchte. Ich werde dann wahrscheinlich mal die Jungs von Cominio Not anschreiben, auch wenn die mich sehr wahrscheinlich an Asmodee verweisen werden. Müsste man mal gucken. Aber das wäre jetzt so nur die Frage, so die Idee, während ich hier weiter so ein bisschen Moos hier auftrage. Erstmal. Ja, ich hinterher machen, so wenn ich dann noch Pigmente drüber jauche. Na, ist egal. Ihr seht, ich bin hier gerade so ein bisschen dran. Wäre jetzt einfach mal so die Frage, ob es da von eurer Seite aus Bedarf gibt und auch bitte an die Bitte, die das sehen, an die Leute kennen, die Song of Ice and Fire spielen, einfach mal bitte das Thema weitertragen. Ich habe sie jetzt eine Partie gespielt gegen den guten Marcel. Ich habe mir dann die von Chris, die Lannisters ausgeliehen, er hat die Starks. Bin immer noch der Meinung, Marcel hat mich gewinnen lassen. Ich muss sagen, ich finde das Regelwerk ganz cool. Die Miniaturen finde ich jetzt gerade Baratheons, die sind so aus der Not entstanden, weil alles, was mich sonst interessierte, nicht verfügbar war oder jemand anderes spielt. Was mich ein bisschen daran gestört hat, und das ist jetzt ein persönlich Geschmack, und ich sage nicht, dass das System schlecht ist, man muss halt wirklich seine Karten kennen und wenn es geht, auch die des Gegners, ja. Also das, die Fraktion zumindest kennen und so als Noob. Ich habe so die ersten zwei Runden echt Haue bezogen und dann wird hier noch eine Karte gespielt und ich habe meine Sonderfertigkeit und du sitzt da und denkst dir nur, ja, willst du mich jetzt hier verarschen oder was? Ich habe die Partie dann, wie gesagt, tatsächlich gewonnen, warum auch immer. Weiß nicht, ich habe dahinter auch ein bisschen besser gewürfelt als vorher. Wir haben dann einfach nur gespielt, nur auf die Mappe halt eben und ich habe dann, glaube ich, 4-1 gewonnen oder 3-1 gewonnen, irgendwie so. Hat aber Spaß gemacht. Ich finde, das System hat was. Ja, gerade mit diesen NCU-Geschichten halt eben auf diesem gesonderten Brett. Fand ich schon spannend. Aber es ist halt auch ein System, finde ich, da muss man sich reinfuchsen. Nicht so eingängig, finde ich persönlich, wie Kings of War. Das macht aber nichts. Muss ja auch nicht sein. Ich habe jetzt auch mit Baratheon bis jetzt relativ dankbare Figuren gegriffen, muss ich sagen. Ihr seht, das ist zum großen Teil nur Rüstung, was die so tragen. Ja, da könnte man natürlich jetzt noch viel mehr aus den Puppen rausholen, möchte ich aber eigentlich auch gar nicht, sondern ich bin eigentlich mit denen, das sind jetzt so die ersten vier, also ihr seht jetzt hier drei, ich habe, bevor ich gleich was runterschmeiße, den habe ich doppelt bemalt, also das sind so die Testminis, einfach mal gucken, mit wie viel Aufwand muss ich da dran gehen. Ja, und ich muss sagen, die machen dann schon wirklich auch Spaß, die gehen auch gut von der Hand runter. Und das ist dann bei sowas auch nicht ganz unwichtig. Und ja, mal sehen, wenn ich die dann irgendwann mal in die Schlacht führe. Die Einheiten, die ich gerne hätte, also die Highgarden-Truppen, die gibt es momentan irgendwie nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber werde ich irgendwie noch drankommen, hoffe ich, denke ich. Und ja, wie gesagt, also ich hätte schon Bock, Juli, August, September dann in der Form was laufen zu haben. Mal zu gucken, wie ist der Rücklauf. Bei Kings of War ist das halt nicht so besonders. Und tatsächlich ist so, wenn der Rücklauf hier dementsprechend wäre, würde ich nächstes Jahr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich Kings of War durch A Song of Ice and Fire ersetzen, weil ich eigentlich gesagt, ich möchte nur zwei Ligen im Jahr machen und Saga ist gesetzt. Und dazu ist Song of Ice and Fire. Ja, ihr seht hier, ich bin noch im Üben, wie ihr seht. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Das ist jetzt so, soll es eine Art Teile vom kaputten Turm sein und hier ist eine Klappe, die geht so runter in den Dungeon, den ich bauen will. Nur zur Erklärung, ich werde gucken, dass ich hier so ein bisschen niedergetrampelt, frei, so ein bisschen Freifläche habe. Da kommen hier so ein Büsche hin, hier Büsche, hier so ein bisschen Dorn drüber. Will das so ein bisschen zuwuchern links und rechts, ist halt so ein Geländestück, wie es dann in meiner frühen Welt in diesen Dungeon hier reingeht. Ja? Also es kommt jetzt einiges an Pigmenten drauf. Dann möchte ich Streus draufschmeißen, dann möchte ich Tufts draufsetzen, ich möchte dann so Buschwerk und Dornsträucher noch draufsetzen. Ich weiß nicht, wie das hinterher aussieht. Ich habe eine Menge Zeit rein investiert, auch wenn es nicht danach aussieht. Aber ich mache das halt zum ersten Mal. Auch sowas. Und das ist halt für mein frühen Projekt. Also Rangers of the Shadow Deep, Saga, Frostgrave, solche Geschichten. Einfach so ein bisschen basteln, weil ich Gelände brauche.
und kann man auch als fürs Haus als unpassierbares Gelände aufs Spielbrett stellen. Das kennt ihr alle. Ja, genau. Ich hatte eigentlich noch was anderes vor, aber das mache ich dann mal in Ruhe. Bei mir hat sich so auch ein bisschen was getan im Kopf zum Thema Tabletops an sich, Tabletop-Systeme. Tatsächlich geht es in erster Richtung in Richtung Maßstäbe. Ja, das mache ich dabei demnächst, die nächsten Tage mal. Ich hoffe, dass ich jetzt etwas öfters wieder zum Stream komme. Ich hatte in der letzten Zeit auch ein bisschen wenig Lust, aber auch durch diese Liga jetzt, dieser Liga-Gedanke kam mir halt, als ich zum Saga-Liga-Spiel gefahren bin, Saga-Liga-Spiel, sag ich schon, Kings of War-Liga-Spiel gefahren bin, dann haben wir danach halt noch, wie gesagt, diese Partie Song of Ice and Fire gespielt, hat mächtig Spaß gemacht, dann unterm Strich doch. Und nicht, weil ich gewonnen habe, sondern weil dann nach und nach komme ich in das System mal halt rein. Wie gesagt, ich finde es nicht ganz so eingängig wie Saga, aber das ist auch Geschmackssache und es ist ein gutes System, es gefällt mir. Gerade diese Geschichte mit diesem Nebenbrett an der Seite, das ist dann schon so ein bisschen, geht so leicht schon wieder in Richtung Saga oder auch in Richtung Brettspiel auf der anderen Seite. Das gefällt mir, finde ich gut. Ich hätte schon Böcke, da was zu machen. Ja? Es liegt jetzt ein bisschen an euch, an eurem Support, ob da was kommt. Denn auch wenn das vielleicht sehr amateurhaft alles, was ich hier mache, mal so aussieht, auch mit meinen Excel-Sheets und mit meinem PowerPoint. Es ist halt schon Aufwand unterm Strich. Und mal von den Kosten, die ich da habe, wenn ich mir hier Preise aus den Fingern lobe und da so Würfel, die ich letztens gezeigt habe, auch machen lasse oder Tassen machen lasse, das kostet alles Geld. Und ich möchte dann schon und ja, einen gewissen Kosten-Nutzen einfach haben. Nochmal, ich verdiene mit dem Block hier ja nichts. Irgendwer wollte jetzt Würfel kaufen, kann sich gerne bei mir nochmal melden zu dem Thema. Machen wir gerne. Ich verlange auch keine Unmengen für so einen Würfel. Aber halt eben, es sollte sich dann schon in der Hinsicht rechnen, dass ich dann vielleicht nicht unbedingt hinter jedem Spiel hinterherrennen muss, was irgendwie dann doch nochmal, wenn es überhaupt reported wird, dass es dann reported wird. Sondern ich fände es halt schön, wenn ihr mir da, wenn ihr sagt, ey, wir haben Bock auf so eine Liga, macht das doch, wir unterstützen nicht, damit ich da unterstützen würde. Sei es, dass ihr halt eben selber spielt und das reportet oder Leute ansprecht, die in eurem Umfeld, die ihr kennt, die das Song of Ice and Fire spielen, ob die nicht Lust dazu hätten. Es ist im Endeffekt derselbe Modus wie bei Saga und wie bei Kings of War. Ihr spielt eine Partie und reportet mir. Ich würde dann dazu nochmal ein ausführlicheres Video dann in Bälde machen, so es denn dazu kommt, wie ich mir das vorstelle und dann sehen wir weiter. Wie gesagt, mir geht es ja darum, den Spaß zu haben, vielleicht auch Leute auf diesem Discord-Server zu vereinen, die sich dann auch absprechen. Es hat sich durch diesen Blog habe ich meine Spielgruppe, meine Feste irgendwie schon gefunden und sehr, sehr nette Leute kennengelernt. Und wie gesagt, die Wanderkiste läuft daher auch. Auch die Leute finden es gut und ich mache es deswegen in erster Linie, das dem Hobby was zurückzugeben und dass alle Spaß miteinander haben. Und das ist mir einfach das Wichtige. Und deswegen auch diese Liga. Mit der Frage, habt ihr Bock, habt ihr keine Lust, seid ihr dabei? Wenn da jetzt Feedback kommt in Richtung, ey, lass uns das machen, ja, macht das, wir sind dabei, ich frage in den Gruppen rum oder hier und da, wir machen da was für. Das Beste, was ihr dafür machen könnt, ist jetzt gerade dann einfach nur Werbung und ich stelle dann was auf die Beine, mach dann wieder so eine Art, wie reporte ich Video und werde dann auch ein paar Spiel-Updates während des Liga-Zeitraums natürlich machen. Selber werde ich auch spielen, auch wenn außer Konkurrenz. Das ist dann auch völlig klar. Aber das ist so das Ding. War jetzt so eine Idee. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen The Division zocken, weil ich dachte, jetzt machst du das heute. Weil irgendwie treibt es mich doch um, ob wir da was auf die Beine zusammengestellt kriegen oder nicht. Ja, und wenn ich mir jetzt gleich noch Pigmente suche, die ich dann erstmal hier so ein bisschen, wahrscheinlich sind es erstmal braune Pigmente noch ein bisschen, die ich hier so ein bisschen verteilen werde, verschiedene Brautöne reinzubringen, dann werde ich mit ein bisschen grünen Pigmenten hier noch arbeiten und dann halt anfange zu streuen und zu taften die nächsten Tage. Ich hoffe, ich versau es nicht. ich lerne noch, ich bin ja noch blutiger Anfänger, aber es macht mir einfach Spaß und ich mache immer hin und wieder mal so ein bisschen was dran. Ja, wäre es das eigentlich jetzt von meiner Seite für jetzt gewesen? Ich habe ja gesagt, ich will heute noch was ganz Kurzes machen. Das andere wird dann demnächst wahrscheinlich sein. Vielleicht kündige ich es auch sogar dann ein, zwei Tage. Ja, danke im Vorfeld an. Das wird dann so eine Sache werden. Da geht es ein bisschen darum, was bei mir gerade so im Hintergrund im Kopf passiert. Was diverse Modelle, diverse Maßstäbe angeht. Ja, also ihr seht, ich kann immer kurz euch zeigen. Also das ist so das Größte. Das ist das Song of Ice and Fire. Die müssten 32 mm sein. Und das ist halt der Kleine. Das ist 6 mm. Ja, ich bin da in verschiedenen Maßstäben unterwegs. Dazwischen halt auch.
Und da gibt es das eine oder andere noch dazu zu sagen und was ich so für mich so die nächste Zeit halt eben plane an der ganzen Geschichte. Ja. Gut, nee, das war es dann auch von mir. Ich gehe dann gleich in die Ausblende, dann lasse ich da noch kurz laufen, dann seht ihr mal so ein bisschen, was ich aus dem, dass ich da so Modelle, die ich für Song of Ice and Fire, also für ein Game of Thrones, mal über das System Line Rampant gemacht habe. Das sind dann historische Modelle, die, weil ich fand, schon in den Büchern ist es eher so ein bisschen historisch angehaucht. Das sind die Greyjoys eher Wikinger und das seht ihr dann, wenn ihr noch ein bisschen drauf bleibt. Ich lasse das noch kurz laufen. Ich finde es cool, kommentiert mir doch einfach drunter hier bei YouTube, dann habt ihr Bock auf Liga, ja oder nein, oder macht bitte Werbung dafür so eine Liga, oder es können sich auch Leute melden, die es ja nicht abonnieren. Also es ist nicht so, dass hier nur Leute, die ein Abo haben, sich jetzt hier zu äußern dürfen, sondern hier darf jeder. Der Discord-Kanal ist ja auch bekannt, wo man hingehen kann. Ansonsten schreibt mich an und ich schicke euch einen Einladungslink, das ist auch kein Akt. Oder würde ich mich einfach über Feedback generell einfach mal freuen zu dem Thema. Auch dann einfach mal zu gucken, stellen wir es auf die Beine nicht. Ich hätte Lust, aber wie gesagt, ich bin da so, es muss sich jetzt für mich dann auch ein bisschen lohnen und das meine ich nicht, dass es monetarisiert wird, dafür ist der Kanal viel zu klein, sondern dass einfach auch ein gewisser Backflow von euch auf der anderen Seite kommt. So, und da seht ihr noch ein bisschen, ich habe hier mal, das sind meine House Clegane Sergeants, das sind dann Lannister Sergeants, hat eben, die ich da gemacht habe. Ich kommentiere das einfach noch mal kurz so ein bisschen rüber. Ich hatte halt tatsächlich eine große Lannister-Truppe, die habe ich übrigens auch komplett verkauft inzwischen. Da seht ihr sie mit Clegane halt dabei. Das sind fast alles Perry-Miniatures, müssten sogar alles Perry-Miniatures gewesen sein, die ich da verarbeitet habe. Das ist, sind dann meine Starks, die habe ich inzwischen auch verkauft. Das sind die von Fireforge, die Lost Kingdom heißt die Reihe, glaube ich, das sind dann die Bogenschützen dafür. Ja, also das war damals für Lion Rampant. Für Lion Rampant mache ich halt jetzt was anderes. Hier ist noch Lannister-Ritter, Lannister-Kavallerie. Wie gesagt, ich würde mich freuen, von euch zu hören bei Discord oder halt eben gerne auch als Kommentar bei YouTube. Da besonders gerne halt auch einfach mal zu gucken, wen erreiche ich eigentlich, wer guckt vielleicht auch hin und wieder mal drüber. Ich werde mir jetzt noch gleich ein hopfenhaltiges, kühles Getränk gönnen und mir noch ein bisschen auf die Couch zu meiner Frau begeben und in mich gehen, wie ich diese Ruine weiter verschandeln kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder, dann auch mit mehr Zeit und zu einem Thema, was ich bei mir beobachtet habe, was so ein schleichender Prozess war, der es langsam durchbricht im Hobby. Und da bin ich dann auch wirklich sehr interessiert, mit euch vielleicht so ein bisschen in die Diskussion zu gehen. Live hier in Farbe und Bunt. Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Abend, Phil. Macht's gut. Dem Rest, der zugeschaut hat, wünsche ich auch einen sehr, sehr guten, schönen Abend. Habt viel Spaß und wir lesen, hören, sehen uns die Tage. Bis dann.